Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Heute am 22.12.2022 mal wieder im Schlembachtal, wo ich eine kleine Runde drehen möchte. Das Wetter ist heute sehr trüb und regnerisch, aber mit etwa 10 Grad relativ mild und es ist auch etwas windig. Aber hier sollte mal windgeschützt sein. Ich habe jetzt meinen Regenschirm im Auto gelassen. Ich hoffe jetzt, dass es sich nicht so sehr hier einregnet. Ja, was wir heute erleben, ist so ein klassisches atlantisches Schmuddelwetter. Vor ein paar Tagen war es ja noch richtig kalt und winterlich. Am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, hatten wir ja noch minus 15 Grad und jetzt haben wir 10 Grad plus. Ja, und jetzt rauscht das Wasser wieder richtig. Jetzt ist wieder die nötige Feuchtigkeit und Nässe da. Wenn man bedenkt, wie trocken das im Sommer war. Vor einem Jahr war ich auch im Schlembachtal unterwegs. Da litt ich ja so sehr unter meinem Asthma. Und vor einem Jahr, da war es richtig frostig. Das sah man hier richtig rauchreif. Es lag zwar kein Schnee, aber es war richtig bissig kalt. Ja, hier steht nun auch wieder das Wasser richtig tief. Ja, jetzt ist es so wieder so ein richtig schöner Bach, der richtig Wasser führt. Ja, vor einem Jahr war ich deutlich schlanker, hatte ich deutlich weniger auf den Rippen, aber es ging mir auch deutlich schlechter. Also da muss ich sagen, da habe ich lieber ein bisschen mehr auf die Rippen und es geht mir gesundheitlich besser. Ja, das Gute bei so einem atlantischen Schmuddelwetter ist, was ziemlich für sich allein auf weiter Flur und kann die Natur für sich allein genießen. Und so schlimm ist das Wetter heute ja auch wieder nicht. Ja, die Luft hier im Wald ist richtig gut. Das tut so richtig gut. Hier plätschert es auch so schön. So plätscherndes Wasser beruhigt die Nerven. Jetzt geht's wieder am Sumpf vorbei, der in der jetzigen Jahreszeit auch immer so schön düster ist. Ja, hier steht jetzt auch wieder so schön das Wasser. Und das fließt hier in den Sumpf rein. Das war auch einer der ehemaligen 32 Fischweiher hier im Schlienbachtal. Sozusagen auch ein Lost Place. Oh, jetzt kommt ekliger Wind auf. Hier präsentiert sich der Schwarze Moor sozusagen. Schon fast wie das Schwarze Moor von der Rhön. Ist hier natürlich etwas kleiner. Das saugt sich jetzt voll Wasser, regelrecht. Hier sieht man wieder diesen Bizarrenbaum, den wir auch schon mehrmals bewundert haben. Die Natur ist immer der interessanteste Künstler. Das sieht fast wie ein Gesicht aus. Landart ohne mein Zutun. Keine Schlembachtalrunde ohne Pilze oder Baumpilze. Hier sieht man schöne paar Baumpilze. So mit normalen Pilzen wird es ein bisschen schwer werden, weil es zuvor ja so bitterkalt war. Hier sieht man noch weitere, so ganz schwarze Baumpilze. Und hier sieht man im Sumpf noch Überreste von Eis. Und auch noch etwas Schnee. Hier sieht man auch noch ein paar Eisreste. Ich hätte halt mal bei der Kälte hier auch mal durchmarschieren sollen. Das war wahrscheinlich richtig schön. Mit Eiszapfen und allem Möglichen. Na, hier sprießt jetzt überall das Moos. Im schönsten Grün. Das ist natürlich jetzt über das jetzige Wetter begeistert. Totale Nässe und jetzt milde Temperaturen. Das mag das Moos sicher. Und hier weitere Pilze, die haben offensichtlich die Kälte ganz gut überstanden oder sind jetzt bei dem feuchten Wetter wieder herausgekommen. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt gehe ich mal zum Bibersee hinter. Mal schauen, was der Biber so in letzter Zeit getrieben hat. Ob er neue Bäume gefällt hat oder seinen Damm noch ein bisschen in die Höhe gebaut hat. Jetzt
kommt richtig Sturm auf. Ja, wenn jetzt die Sturmböen aufkommen, nehme ich noch den Biebersee mit, aber den hinteren See heute nicht mehr. Das wird mir dann ein bisschen zu riskant hier im Wald. Ja, hier plätschert nun auch wieder schön das Wasser. Endlich überall genug Wasser. Die Szenerie hier erinnert mich ein bisschen so an die Wälder des Bayerischen Waldes oder Erzgebirge oder sonstigen Waldgebirgen. Und nun schauen wir mal zum Biber. Auch hier sprießen noch Pilze. Richtig erstaunlich. Oh, der Bibersee ist noch teilweise zugefroren. Der war wohl bei der Eiseskälte richtig zugefroren. Das dauert natürlich, gerade auch in so einem kalten Eck wie hier, bis das Wetter komplett abtaut. Hier sehen wir den Biberdamm. Schauen wir mal, hat er irgendwas gemacht? Wahrscheinlich. Ja, Wasser passt halt immer schön zur Landschaft. Das sieht gleich alles noch um einiges schöner aus. Ja, dann kämpfe ich mich mal wieder da ein bisschen durchs Unterholz zum anderen Aussichtspunkt. Da kann man immer noch den See von oben schön fotografieren. Ja, der Baum rechts ist gefällt. Und der in der Mitte ist auch bald fällig, denke ich. Die Fichten lässt er wohl stehen, vermute ich. Die Biber sind doch mehr auf Laubbäume aus. Und jetzt ist die eigentliche Halbinsel richtig zur Insel geworden. Jetzt ist sie von Wasser richtig eingekreist. Was ja früher nicht der Fall war, aber dank des Staudamms des Bibers hat der kleine See jetzt auch wieder etwas mehr Wasser. Biber sind halt tolle Landschaftsarchitekten. Ja, durch das Eis und aufgetaute Wasser hat jetzt die Wasseroberfläche hier richtig schöne farbliche Facetten. Sieht doch irgendwie toll aus. Aber jetzt wird es immer finsterer. Ich glaube, ich kehre mal um. Das Wetter soll auch schlechter werden im Laufe des Nachmittags. Ich will hier nicht unbedingt total nass werden. Beziehungsweise ich möchte auch nicht, dass mir ein Ast auf den Kopf fliegt, wenn jetzt der Sturm zunimmt. Das Wetter sieht irgendwie nach Sturm aus. Sehr trüb. Atlantische Sturmfront im Anmarsch. Hier sieht man auch nochmal schöne Baumpilze. Die sind richtig orange, gehen ins Rötliche sogar. Nach hinten zu ins Schwärzliche. Da zeigt sich auch das Moos und auch die Flechten so in wunderschönem Grün. Allzu viel grünt hier jetzt in der Jahreszeit nicht. Oh, wie schön, das sieht so richtig wie eine Miniatur-Hügellandschaft aus. Überall plätschert jetzt das Wasser. Und hier sind so richtig kleine, niedliche Baumpilze. Und hier dazu entsprechend größere. Und jetzt hören wir den Eichel hier kreischen. Oh wei, soll ich auch mal kreischen? Hier sprießen anscheinend wieder Austernseitlinge. Die soll man auch essen können, aber ich lasse sie lieber dran. So sehen sie schöner aus. Und da unten sind noch zwei richtig große Baumpilze zu sehen. Und hier sieht man sie mal von unten. Und hier mal wieder ein Blick auf den Lost Place, also auf den größten dieser 32 ehemaligen Weiher. Da war hier sicher im Talgrund auch kein Wald. Das war wahrscheinlich abgeholzt. Also vor 150 Jahren waren hier lauter Fischweiher. Ja, nur im vordersten Teil des ehemaligen großen Fischweihers steht jetzt selbst bei dem Hochwasser, das wir momentan haben, Wasser drin. Im Sommer stand da überhaupt gar kein Wasser.
An dieser Stelle möchte ich mich auch schon von euch verabschieden, macht aber noch nicht aus. Vielleicht kommen ja noch ein paar Szenen, man weiß ja nie. Wenn euch die Tour genauso gut gefallen hat, wenn euch der Film genauso gut gefallen hat, wie mir die Tour, hier steht richtig viel Wasser, wie man sieht, dann bitte like den Film mit erhobenem Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Ja, hier steht jetzt richtig viel Wasser. Sogar ein kleiner See. Ja, da rauscht wieder ganz schön der Wind. Ich denke, es kommt Sturm auf. Wahrscheinlich besser, wenn ich jetzt zurückgehe. Ah, ist die Luft heute gut.